schließe dich den Soul Ridern auf ihrer Reise in unerforschte Gebiete an. Ja, das machen wir doch gerne, oder? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ich werde heute Glory mitnehmen. Oh, sie ist so toll. Ich liebe sie. Ich bin total verliebt in dieses kleine Stütchen. Vor allem mit dem Idiotenzopf hier vorne. Ach, ich finde sie einfach zu drollig. Gut. Wir haben neue Quests. Beziehungsweise eine neue Quest. Der kleine Lebenswächter bei Linda auf den vergessenen Feldern. Das heißt, wir schnappen uns jetzt erstmal den Transporter und tingeln da mal hin. Wir haben auch noch eine Quest bei Anne. Das ist jetzt die Quest, wo wir zuletzt aufgehört hatten. Das können wir auch noch machen. Tesla, was ist das? Tesla von Silversong. Charles. Long live the King. Ich weiß es nicht, welcher Charles. Ich bin gerade überfragt. So, wo müssen wir dann nochmal hin? An dieser Stelle noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an meine VIPs. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Wie Unglücksraben-Dings. Hä, wo ist sie denn? Naja, vergessene Felder. Das sind die vergessenen Felder. Oh mein Gott, Leute. Ich bin komplett raus aus dem Star Stable Game. Ich spiele in letzter Zeit so selten und so wenig Star Stable. Da brauche ich ja fast nochmal so ein bisschen so einen Auffrischungskurs. Krass. Ja, aber es ist halt auch irgendwie alles so ein bisschen, es zieht sich halt seit Jahren oder seit, ja, sagen wir mal noch nicht seit Jahren, aber es zieht sich seit Monaten durch wie so ein roter Faden. Nicht nur die Leute, die Star Stable spielen, haben weniger Lust auf das Spiel, sondern auch, es ist halt auch weniger Lust auf die Videos da von Zuschauerseite. Und mich bockt das Spiel an sich auch nicht mehr so extrem wie früher. Es macht mir immer noch Spaß, sonst würde ich es gar nicht spielen. Aber es ist halt irgendwie ein anderes Feeling als früher. Oh, ich bin mir letztens auch wieder tierisch veräppelt vorgekommen. Dazu vielleicht mal in einer anderen Folge mehr. Jetzt geht es hier erstmal um die Wurst oder um den Samen. Oh, stopp! Glory wollte hier direkt mit ihrem feinen Köpfchen durch die Holzwand. Ich finde sie so... Boah, sie ist so schön, sie ist so schön, sie ist so schön. Da sind wir also wieder. Bist du bereit, den kleinen Lebenswächter zu hegen und zu pflegen? Ja, aber sicherlich... Stopp, warte mal. Etwas Vulkanasche ausstreuen. Gedüngter Boden, 1 von 4. Ja, Vulkanasche. Wir hatten jetzt vor kurzem überlegt, wohin unser einwöchiger Pärchenurlaub dieses Jahr gehen soll. Und wir hatten Sizilien auch in der engeren Wahl. Und da wäre ich total gerne auf den Ätna rauf, weil ich ja, ich find Vulkane so unfassbar faszinierend. Aber wir haben gesagt, okay, wir haben nur eine Woche Zeit und dafür bietet einfach Sizilien zu viel. Und dann haben wir uns für Sardinien entschieden. Mit Sicherheit auch sehr, sehr schön. Aber da gibt es halt, da ist halt viel Natur und nicht so viele Sehenswürdigkeiten wie Tempelanlagen und wie gesagt Ätna und sowas. Aber wie gesagt, Sizilien wäre, glaube ich, für eine Woche zu kurz. Seid ihr schon mal da gewesen? Sowohl auf Sizilien als auch auf Sardinien? Schreibt es doch mal in die Kommentare und berichtet. Wenn ich ehrlich bin, ist es mir lieber, mich um einen Setzling zu kümmern, als mich den Nachtreitern zu stellen. Ist das ein Wettbewerb? Nein, es ist schön, es auch mal ruhig angehen zu lassen. Ich glaube, das reicht für heute, Tiffany. Treffen wir uns bald wieder hier, um nach dem Setzling zu sehen. Ist das euer Ernst? Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt schon komisch gewesen, wenn da jetzt gar nichts passiert wäre hier. So in der Art gibt es so einen Zweihand-Zauberstab bei World of Warcraft. Das ist auch so rund und da ist so ein Glitzern drin, so ein Flimmern. Da erinnert mich das gerade dran. Wir sollten uns wieder um den Setzling kümmern. Ich frage mich, wie lange es dauern wird. Nochmal. Hä, das ist jetzt irgendwie strange gerade. Oder habe ich mal... Nee, ich habe doch keine Quest vergessen, oder? Die hätte ich doch im Questlog gesehen. Jetzt bin ich verwirrt, Leute. Ich bin gerade so tierisch verwirrt.
Aber es sind ja auch super, super viele, die irgendwie auch seit Wochen mit der Main-Story-Quest nicht weitermachen können, weil da irgendwas buggy ist. Auch super doof. Hey Lisa, glaubst du, dass es den anderen gut geht? Die Vala-Hexe hatte irgendwas im Sinn, deswegen bin ich mir nicht sicher. Eine Sache weiß ich aber ganz genau, sie sind stark. Vertrauen wir auf unsere Freundin. Es geht ihnen bestimmt gut. Frau Holdsworth und Beatrix sind bei ihnen. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber versuch nicht zu viel daran zu denken, Linda. Du hast recht, sich Sorgen zu machen nützt niemandem. Wir können nicht mehr tun, als unser Bestes zu geben. Und da glitzert er wieder. Okay, die Wurzel baut sich irgendwie wieder von vorne auf, aber diesmal geht sie fast komplett rum. Irgendwie habe ich doch gerade das Gefühl, da muss ich doch irgendwas verpasst haben, aber wie schön sieht das bitte aus? Oh, das ist richtig hübsch, das sieht so toll aus. Neuer Tag, neues Wasser. Heute mal Wasser und keine Vulkanasche, doch. Wir streuen doch Vulkanasche aus. Guck mal, aber die Katalin B. Road hier, die macht jetzt, glaube ich, auch schon die zweite Runde um den Baum drumherum. Also, ihr seht eine maximal verwirrte Cuddy vorm PC sitzen, was ja erstmal nichts Neues ist. Hey, Meteor, was hältst du von all dem? Trotz all den gemeinsamen Jahrhunderten ist das hier eine Situation, deren Ausgang ich nicht abschätzen kann. Da sind wir im selben Boot. Was war das? Spürst du die Magie, die von dem Setzling ausgeht? Er wächst. Wir müssen so weitermachen, Tiffany. Aber für mich sah das jetzt so aus, als ob jetzt als nächstes sich die Wurzel schließen müsste. Oder? Ist halt nur die Frage, muss von der anderen Seite auch noch eine Wurzel kommen? Aber wie schön das einfach aussieht. Ich liebe das. Ich feiere das so sehr. Der Lebenswächter ist fast ausgewachsen. Jetzt können wir ihn nicht mehr als Setzling bezeichnen. Ja, also irgendwie, ich glaube, ich habe da was verpasst. Ich glaube, ich habe da irgendwas nicht gemacht, was ich eigentlich hätte machen können die ganze Zeit schon. Und ich habe es einfach irgendwie vergessen. Na gut, dann machen wir jetzt halt alles hintereinander. Dann wiederholt sich jetzt Linda halt ein paar Mal mehr und macht ja nichts. Ich kann spüren, wie seine Magie stärker wird. Ja, wir sind ganz nah dran. Ich kann es kaum erwarten, in die Teufelsschlucht zu gehen. Das Haiengeflecht wird bald heilen und dann können wir seine Pfade benutzen. Macht euch bereit, Soul Rider. Das Haiengeflecht. Ich frage mich, was für ein Ort das sein wird. Und wieder ein kleines bisschen gewachsen. So, was passiert jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Die Wurzel geht ja schon drumherum. Ah, jetzt kommt noch eine. Aber es reicht noch nicht ganz. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt so jedes Mal einmal abwarten müssen. Das wäre es jetzt gewesen. Hä, und wo geht's jetzt weiter? Ein wundervoller Tag für einen Ausritt. Habe ich jetzt hier Rosa und Fergrove, verteile Reklamezettel? Ah, was habe ich denn jetzt? Jetzt bin ich aber hier. Ich habe auch gerade ja keine... Ah, warte mal, in Jarlaheim haben wir jetzt eine Quest. Wartet mal. Ist das die Quest, wo wir jetzt hin müssen? Leute, da reiten wir jetzt mal eben fix hin. Aber welche Quest ist das? Ich bin jetzt gerade aber total verwirrt. Also ja, ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass ich irgendwas komplett verpennt habe von den Quests. Aber warum steht jetzt die andere Quest nicht als neu drin? Also das finde ich jetzt gerade irgendwie total strange. Aber gut, gucken wir mal.
Es wird ja, denke ich, irgendwie weitergehen. Dann ist halt nur die Frage, was ist das da für eine Quest? Da ist eine gelbe Quest. Ah, nee, das ist das mit der Jorvik-Gazette. Hä, was ist das denn jetzt? Das Haiengeflecht. Wo war denn das nochmal? Das war doch unten in Südhof, oder nicht? Epona, da müssen wir dahin. Ja, wartet mal. Dann, Dann jetzt einmal kurz da oben zu dem Transporter. Ab nach New Hillcrest. Das war in Epona. Das war doch im, also unten Boah. Ich komme doch gerade nicht drauf, wie das heißt. Ihr wisst, was ich meine. Dieses Gebäude da. Nicht Santa, ich will die ganze Zeit sagen Santa Maria. Das ist was anderes. Ah, das gibt's doch nicht. Ich komme einfach nicht auf diesen blöden Namen. Das ist doch nicht wahr. New Hillcrest Stall. Das gibt's doch nicht. Ja, wie kann ich denn nicht auf den Namen kommen? Von dem Gebäude. Die Bibliothek. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst es. Aber ich weiß es nicht, was ich meine. Wie heißt es denn nochmal? Da oben das. Aber da haben wir jetzt... Da wird mir zumindest keine Quest angezeigt. Hä? Das verstehe ich jetzt aber gerade mal so überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich muss jetzt gerade erstmal in die News gucken, was da steht. Aber eigentlich müsste ich doch jetzt alles abgeschlossen haben. Oder müsste ich die Quest mit Anne erst abgeschlossen haben? Das würde mich noch mehr verwirren, weil die ja eigentlich darauf keine Auswirkungen haben sollte. Aber ich gucke jetzt erstmal kurz. Leute, wir müssen tatsächlich alle vorangegangenen Hauptstory-Quests abschließen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Steve's Farm. Wo steht denn jetzt? Nee, die Anne, die muss da hinten irgendwo stehen. Dann müssen wir nämlich jetzt die Quest noch fertig machen. Das ist nämlich auch eine Hauptquest. Oh, wie blöd. Hatte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das irgendwie zusammenhängt. Weil das ja jetzt keinen direkten, also bis auf die Personen, keinen storytechnischen Zusammenhang hat. Hi Tiffany, bist du bereit für die Abenteuer, die uns der heutige Tag bringt? Ja, ja. Nach unserem Erfolg gestern war ich heute ganz wild darauf, wieder in den Sattel zu steigen. Ich dachte, wir könnten vielleicht durch das Dorf reiten. Was meinst du dazu, Concord? Concord? Ach, sie ist wieder weggelaufen, um zu spielen. Wir könnten den ganzen Tag damit verbringen, sie immer wieder zu suchen. Es wäre besser, wenn sie hier auf der Weide wäre, da hat sie andere Pferde um sich. Dann fühlt sie sich nicht einsam, während wir weg sind. Reiten wir nach Silverglade. Es wird unterwegs einiges geben, was Cayenne ablenkt. Aber mit deinem bedächtigen Pferd an ihrer Seite wird es ihr leichter fallen, zu tun, was sie soll. Ich sattle sie nur noch, dann kann es losgehen. Hast du Glory gerade bedächtig genannt? Die ist heißblütig, hallo? Fertig, bist du auch soweit? Es gibt einen kleinen Weg durch das Dorf. Dem können wir folgen. Ich dachte mir, Marleys Farm wäre ein gutes erstes Ziel. Du reitest vor, ich komme hinterher. Aber denk dran, nicht so schnell, sonst kommen wir nicht mit. Ja, dann... Du kannst etwas schneller reiten. Ja, ich habe ja gerade erst angefangen. Nee, aber nochmal auf die Sache, die ich eben meinte, mit dem Fotomodus, von wegen veräppelt vorgekommen. Ich hatte ja vor einer ganzen Weile... Ich darf nicht mal traben. Ich hatte ja vor einer ganzen Weile, hatte ich ja A, schon mal dem Support geschrieben und B, auch schon mehrere Male auf Social Media, dass der Fotomodus bei mir nicht funktioniert. Und zwar ist es so, dass wenn ich in den Fotomodus gehe und ich den Fokus auf etwas setzen möchte, vielleicht ist es jetzt gefixt worden, testen wir es mal, dann ist, ja, es ist alles unscharf. Entweder wenn ich den Hintergrund fokussiere, dann ist alles scharf. Und wenn ich irgendwas im vorderen Bereich anvisiere, dann ist halt alles unscharf. Und das ist halt schon ziemlich lange so. Und da hatte ich als Kommentar bekommen, dass es sein kann oder dass das ein Problem ist, das an meinem PC liegt, dass der halt nicht damit klarkommt. Ja, dachte ich mir schon, danke für gar nichts, mit Sicherheit nicht.
das kann definitiv bei meinem PC nicht der Fall sein. Damit will ich auch nicht überheblich klingen, aber es ist halt wirklich so, dass ich da sehr viel Geld reingesteckt habe, schon immer. Und jetzt natürlich momentan, bis auf die Grafikkarte, die das schwächste Glied ist, und die schafft immer noch aktuelle Spiele in 4K, ist es halt mein Kapital. Ich hänge von meinem PC ab und entsprechend habe ich hier keine Möhre stehen. Dann hatte ich nochmal bei Facebook jetzt letztens geschrieben und hatte denen geschrieben, dass ich das letzte Mal zu hören bekommen habe, dass es wohl an meinem PC liegt, dass es aber definitiv nicht sein kann, aus den und den und den und den Gründen. Und dann kam zurück, dass es dann an nicht ausreichenden PC-Spezifikationen liegen muss. Ich denke mir einfach nur, wollt ihr mich verarschen? Ich habe exakt das geschrieben und dass ich mir deswegen veräppelt vorkomme, weil mir das geschrieben wurde, und sie schreiben exakt das gleiche wieder. Es ist einfach derart ignorant, das ist unfassbar, wie Star Stable einfach mit uns zahlenden Kunden, wir sind zahlende Kunden, umgeht. Wir wollen einfach Spaß am Spiel haben und wollen, dass man nicht für ein Update, was kommt, 12 Sachen wieder kaputt sind. Oh nein, mach kein Blödsinn, Concord. Super, jetzt hat Cayenne Anne abgeworfen, weil sie sich vor Concord erschrocken hat. Concord, du kleines Teufelchen, wie ist sie bloß rausgekommen? Mir geht's gut, das gibt höchstens einen blauen Fleck. Wenn du Cayenne finden könntest, würde ich so lange ein Wörtchen mit Concord reden. Und bei nächster Gelegenheit muss ich Tinken klar machen, dass er ihr keine gefährlichen Spiele beibringen soll. Ja, guck du erstmal nach Concord, wir fangen Cayenne schon wieder ein. Alles gut. Wir finden sie schon. Das sind halt so Punkte, wo ich schreibe extra, es kann daran nicht liegen. Und dass ich es halt nicht so toll fand, das als Antwort zu bekommen. Und dann bekomme ich wieder das als Antwort. Dann habe ich halt auch gesagt, Leute, wollt ihr mich verarschen? Also ich habe nicht geschrieben, wollt ihr mich verarschen, aber ich habe dann geschrieben, Leute, ich habe exakt das geschrieben und dass ich mir deswegen veräppelt vorkomme. Und jetzt schreibt ihr mir das gleiche wieder. Und dann haben sie, und das ist, ich habe auch geschrieben, es hat ja bei mir funktioniert problemlos bis vor ein paar Wochen. Und dann haben sie dann geschrieben, dass sie es nicht ausschließen, dass manchmal auch ein Problem bei ihnen liegt, aber dass es in dem Fall, dass ich doch dem Support nochmal meine PC-Spezifikation schicken soll, die offensichtlich in diesem Fall nicht ausreichend sind. Und dann habe ich mir gedacht, leckt mich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, so drastisch, dann habe ich mir gedacht, leckt mich am Arsch. Weil ganz ehrlich, das ist derart ignorant und kundenunfreundlich und die wollen mich offensichtlich komplett verarschen. Also sorry. Sorry, das ist halt so ein Punkt. Wenn ein Spiel Bugs hat, ja. Star Stable hat mehr Bugs als jedes andere Spiel gefühlt. Aber das kann ich noch verzeihen, aber dieses Verhalten, das nicht. Weil dieses offensichtliche komplett an der Nase rumführen, da reagiere ich total allergisch drauf. Da ist Cayenne. Es scheint alles okay zu sein. Cayenne erschrickt leicht. Ich sollte sie einfangen, bevor sie noch davon stimmt und sich verletzt. Oder müssen wir jetzt bestimmt wieder dieses Minigame machen? Oder? Um das Pferd zu beruhigen, musst du dich ihm nähern und tätscheln. Genau, wir müssen zu Fuß zu ihm gehen. Ja. Jetzt dürfen wir nicht weiter. Jetzt dürfen wir weiter. Jetzt dürfen wir auch weiter. Jetzt dürfen wir auch weiter. Ach, guck, die ist doch brav. Oh, alles gut. Feine. Ja. Guck mal, haben wir schon angefreundet. Hups, und ich kann sogar hinter ihr herrennen. Das wollte ich so eigentlich gar nicht, aber macht ja nichts. Ihr Lieben, ich würde mich jetzt für heute aber erstmal wieder von euch verabschieden. Schade, dass wir jetzt gerade nicht weitermachen konnten mit der Story. Aber gut, was nicht heißt, dass es aufgehoben ist, sondern nur aufgeschoben. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter, ich glaube morgen schon, morgen oder übermorgen. Auf jeden Fall machen wir dann hier mit der Quest mit Cayenne und Anne weiter. Und da geht es auch schnellstmöglich in die Teufelsschlucht. Also auf jeden Fall einschalten und dranbleiben. Tschüss!